Hallo und herzlich willkommen zu Stadtfilmabend. Wir sind hier wieder. Keine Ahnung, ich habe eben wieder aufgenommen, ohne dass ich das Anfangsbild weggemacht habe. Insofern bin ich jetzt ein bisschen konfus. Hier liegen Leichen. ja. Und das ist mittlerweile bereit zum Ernten, aber keiner erntet das. Da müssen wir uns drum kümmern. Das ist normalerweise immer Nussis Forte gewesen zu ernten. Das stellen wir bei ihm mal ein. Und dann stellen wir mal Reinigen auf 2 und Tragen auf 3. Und dann hoffen wir, dass es trotzdem alles sauber bleibt. Dann könnten wir auf Feldarbeit alle anderen noch stellen. Und auf Bergbau und auf Waldarbeit, soweit die nichts anderes zu tun haben. Chi, unser Chefkoch, was kann der sonst noch machen? Bergbau. Ah. Durchschnitt der relevanten Fähigkeiten ist ja niedrig. Lassen wir das mal lieber dann. Bauen könnte der noch. Stellen wir das mal alles auf 2 und hoffen, dass das dann gut geht. So, Markus kann hier mal die... Ah, es fehlt Stahl. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Stahl haben wir hier. Warum fegst du da nicht auch, wenn du schon die Küche fegst? Ah, siehst du, es wird geerntet, sehr gut. Endlich. Waren hier nicht noch irgendwelche Tiere, die man noch essen könnte? Der hier zum Beispiel. Nee, ne, das verrottet, ne? Verrottet, weil nicht überdacht. Okay. Oh Mann. Inspirierte Rekrutierung, Kerstin. Haben wir etwa... Wir haben, ja. Kerstin kann den rekrutieren. Aktuell, Kerstin ist aktuell kein Aufseher. Dann machen wir Kerstin natürlich zum Aufseher. Und dann rekrutieren wir den. Wer ist sonst noch Aufseher? Nuno. Lassen wir mal erstmal Kerstin alleine machen, bis sie den rekrutiert hat. Mal gucken, was kann Woody eigentlich? Transhumanist, freundlich, Fürsorge, Brandbekämpfung, Soziales. Kann keine Brandbekämpfung. Warum kann er keine Brandbekämpfung? Weil er ein experimenteller Soldat ist, kann er keine Brandbekämpfung? Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Oh ja. Müssen hier die Fackel mal wegmachen. Und stattdessen eine richtige Lampe reinstellen hier. Hier vielleicht auch. Waffenhändler von der kleinen Grube nähert sich. Okay. Du kannst sie auch angreifen. Waffenhändler, wer ist gerade wach? Carsten schläft. Markus hat gute Laune. Lass mal Markus mal mit den Waffenhändlern handeln. Wo auch immer die kommen. Hier kommen die, gut. Können wir vielleicht ein paar von den kaputten Waffen hier verkaufen.
bevor die gar nichts mehr wert sind. Parker. Oh, Kräutermedizin. 19 Stück. Vielleicht können wir dann endlich die Beine hier einpflanzen. Das wäre cool. So, Markus. Du nimmst natürlich die Kräutermedizin mit rein. Und ich nehme das Silber mit rein. Und dann wird Jefim verdammt nochmal endlich operiert. Cool. Woody! Yes! Kerstin! Once again! Kerstin sorgt dafür, dass wir Zuwachs bekommen. Kochen braucht er nicht. Wir haben schon Köche. Feldarbeit nicht verkehrt. Waldarbeit okay. Die können alle auf 2. Und dann machen wir Transport mal auf 1. Und Reinigen auf 2. Fertig ist Woody. Haben wir überhaupt noch ein Bett für Woody? Nicht in der Form erstmal. Okay. Dann machen wir, lassen wir Woody mal hier im Krankenzimmer so weit schlafen, bis wir ein Bett für ihn fertig haben. Woody! Gut. Inspirierte Operation, sehr gut. Yes, jetzt geht's nämlich. Genug Medizin. Bench hat eine Fressattacke. Bench frisst sich durch unsere Vorräte. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war verrottende Leiche gesehen. Ja. Was soll man machen, ne? Verrottende Leiche gesehen. So. Oh, nicht schon wieder eine Belagerung. Oh, ihr könnt mich alle mal mit eurer Belagerung. Powerarm. Beinprothese. Sehr gut. Die Arschlöcher da. Was machen wir da jetzt? Bin ja gespannt, ob wir hier einigermaßen sicher sind wegen der Berge, die über uns sind. Vielleicht solltet ihr gehen, weil jetzt gehen sie, okay.
Oh, scheiße. Ja, stimmt, das haben wir überdacht. Da ist ja kein Feld drunter, kein Berg drüber. Fuck. Jefim hatte einen Zusammenbruch, geschah aufgrund von Betäubung. Oh je. Wie geht's ihm denn? Bewegung 47% wegen der Betäubung. Okay. Shit. Geht uns hier die Stromversorgung kopeist, da? Naja. Also siehst du, bewegen auf 65%. Weil er schlecht atmen kann momentan. Okay. Das ist okay. Haben wir Schlimmeres entdeckt. Das sieht so aus, als hätte ich grüne Haare. Sehr furchtbar. Okay. Toll, wenn wir auch hier das hier löschen würden. Bäume anpflanzen, sehr gut. Dann machen wir als nächstes mal den Recurve-Bogen. Damit wir im Zweifel... Das ist nur am Reparieren hier. Handelsschiff Textilienhändler, okay. Was ist das hier? Repetiergewehr? Wo kommt das her? Ist einer fallen lassen? Woody? Zu viele Leute unbewaffnet hier. Jefim.
So, oh Mann, die haben ja alles angezündet. Wenn es dunk macht, dann heißt das, dass sie auf dem Berg landen und nicht durchkommen. Das heißt, unser ganzer wertvoller Kram ist soweit erstmal sicher. Bis auf unsere... Die Mauer, nicht gut. Wand aus Marmor. So, können wir mal Jefim will mal beim Textilienhändler gucken, was es da gibt. Wir können verkaufen unser ganzes Leder, das wir nicht brauchen. Glattes Leder können wir behalten, davon haben wir viel. Den Rest verkaufen wir mal. So. Muffalo-Wolle können wir auch verkaufen. Und Fuchspelz. Gunlink. Ein Zielerfassungscomputer, der den Benutzer beim Zielen unterstützt. Er erkennt und analysiert Ziele mit Infrarotsicht und elektromagnetischen Millimeterwellensensoren und zeigt mittels Netzhautprojektion an, wie der Benutzer am besten schießen sollte. Diese Ausrüstung bietet überhaupt keinen Schutz. Könnten wir uns leisten? Könnten wir irgendwie Carsten aufsetzen, dann schießt er vielleicht nicht mehr daneben. Wäre eine Idee. Und könnten wir uns sogar zwei von leisten. Also könnten wir nicht nur Carsten, sondern auch, weiß nicht, wem anders eine aufsetzen. Machen wir das mal. Wo packt er die hin? Wo hat er die hingepackt? Wo sind die hin? Hier. Okay, also Carsten. Carsten ist... Oh, Markus hat sich schon einen aufgesetzt. Dabei ist Markus nur im Nahkampfwaffending. Und Naomi setzt sich den anderen auf. Naomi hat gar keine Waffe. So war das nicht geplant. Okay. Insektenplage? Wo? Hier! In Chies Zimmer? Nein! The fuck? Das ist nicht gut. Okay. Machen wir das mal zu. Ich hieß neu im Bett. Können die durch die Türen? Das ist toll da. Das ist super. Das ist so super. Insektenplage und Belagerung gleichzeitig. Ich meine nicht, dass die viel Schaden machen hier, aber trotzdem. Das ist ein bisschen kacke. Shit. Thank you.
Warte mal, wir machen mal die Türen hier zu. Gucken mal, wo die hingraben. Da siehst du, die Mauer ist wieder fertig. Sehr gut. Also so gut wie. Naomi, was machst du da? So, Naomi, du kannst mal bitte den Gunlink hinlegen. Weil den kriegt jemand, na ja, genau, den kriegt jemand, der schießen kann. Zum Beispiel Bench. Carsten ist immer noch verwirrt, okay. Wo läuft Carsten eigentlich rum? Achso, Carsten ist. Ja, das ist Bench, sehr gut. Neuer Rekord, Woody, Waffenhändler, das ist alles alt, okay. Yeah. Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, dann schauen wir mal. Ja, muss ich dann ja. Okay, einen haben wir schon tot. Nächsten. Ratte liegt am Boden. Ungünstig. Ich liege am Boden. Ungünstig. Kannst du mich retten hier? Sehen. Oh boy. Bin ich tot oder was? Nee. Okay, Jefim. Oh je, je. Nunu kann Jefim retten. Markus kann sich mal in Nahkampf stürzen hier. Kann er das? Weiß ich gar nicht. Riesenspinne im Nahkampf angreifen. Was ist eigentlich aus unserer Belagerung geworden? Passiert die überhaupt noch? Hier ja, irgendwie scheinbar schon. Ha. Also ein bisschen den Dings verloren hier.
Linke Lunge, ja gut, die war schon die ganze Zeit zerstört, ne? Carsten. Rette Nussi. Oh Gott, jetzt liegt Kerstin auch am Boden. Das ist nicht gut. Markus muss sie jetzt alle alleine. Ah, Naomi! Oh nein. Jetzt liegen alle am Boden. Ja, vielleicht ist es wieder so eine Neuladesituation, würde ich mal sagen. Aber was kommen auch plötzlich in einem, also normalerweise, früher war das immer so, in früheren Versionen dieses Spiels, dass Insekten sich nur in deine Räume graben, wenn die nicht beleuchtet sind. Und ich habe jetzt darauf geachtet, dass alles beleuchtet ist hier. Und hier ist auch alles beleuchtet. Hier ist eine Lampe, verdammte Scheiße. Und hier war auch eine, bin ich mir ziemlich sicher, dass hier eine war. Hier hatte ich Fackeln reingestellt, die man jetzt alle nicht sieht. Also hätten die sich hier durchgegraben, das hätte ich noch eher verstanden, als hier mitten in der Basis. Na, also damit rechnet doch kein Mensch. Toll. Super toll. Und nu? Nuno, Chi und Woody sind noch da. Also würde ich sagen, da wir jetzt auch schon wieder 27 Minuten rum haben, versuchen wir das beim nächsten Mal einfach nochmal und laden nochmal neu. Vielleicht gibt es dann kein komisches Xenomorph-Insektengemetzel dann in der Größenordnung wie hier gerade. Ist die Frage, soll ich hier überhaupt abspeichern oder lasse ich das bleiben, wenn ich eh neu laden will? Macht sicherheitshalber, vielleicht kann man hier noch sind ja alle am Leben, vielleicht kann man hier ja noch was machen. Nummer 12 ist es dann und 11 war die letzte, die wir 11 war die letzte, die wir gemacht haben. Okay. Na, aber die sind auch, die haben hier ein Riesenfaultier, okay. Aber die Idee mit unterm Felsen, das war schon gar nicht schlecht. Bloß jetzt haben wir ein Insektenproblem. Also schauen wir mal. Toll. Ist nur noch ein Insekt ist nur noch übrig. Ah! Okay, Chi und Woody, ihr kommt hier mal her. Oh nein. Nein! Ach so, jetzt haut er ab. Gut. Chi, du nimmst mal die Autoschrotflinte und schießt auf das Viech. Woody kann mal Maschinenpistole nehmen. Ach Gott, da ist noch einer. Scheiße. Ja, weiß ich nicht so genau, wie das jetzt noch gehen soll. Wir versuchen es einfach mal. Ah, super. Wir haben die Riesenspinne, haben wir tot gekriegt. Gut. Dann retten wir mal Kerstin. Dann kannst du Markus retten. Dann kannst du Zähmer, Ratte retten. Ratte. Irgendjemand muss auch Bench retten. Tot in 17 Stunden, okay. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So, du gehst mal dahin und schießt mit auf das Tier hier. So, du rettest bitte Bench.
Und dann meinetwegen auch Naomi. So. Cool. Alle sind tot. Sehr gut. Dann werden die mal alle hier, sofern noch nicht, eingestellt. Stromkabel, Lemon, Noku. Lemon müssen wir auch retten. So. Können wir Lemon retten? Rette Lemon. So. So, dann schauen wir mal. Wir stellen alle, die können, auf Arzt haben wir schon. Gut. Ah ne, die sind schon alle gut. Medizinischer Notfall für Bench. Bewusstloser Kolonist hier, okay. Kann Woody mal hier retten. Bench ist tot. Na gut, dann ist es ja. Dann ist es klar, dann müssen wir vielleicht das nächste Mal neu laden. Das ganze Insektengel hier. Was sie auch noch machen müssen, ist die alle kaputt machen dann. Okay, speichern. Wir speichern nochmal ab. Vielleicht können wir Bench hier noch irgendwie retten. Weil tot gekriegt haben wir die Insekten zumindest. Ist ja auch schon mal was, nicht? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Like dieses Video und drückt den Button zum Abonnieren dieses Kanals. Und schreibt vielleicht einen Kommentar, wie ihr wollt. Und dann tschüss.